Alan, Desmond, Randy, in der liebenvollen Stadt Vienna. Und da es jetzt gleich anfängt zu regnen, haben wir uns überlegt, euch einen Foodspot zu zeigen. Besser gesagt, viele Foodspots auf einem Fleck. Danke, ich grüße meine Mutter. Wie asiatisch, griechisch, marokkanisch, italienisch, japanisch, österreichisch. Blibablub, sadala, blablabla. Es wird lustig. Ja. Es wird informativ. Wieso wusste ich das? Und ich hoffe, ich kann euch ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Wie er das beschrieben hat, Bro, ich habe jetzt geglaubt, hier kommt. Ja. Viel Spaß mit der ersten Folge aus Wien. Filmen wir. Frage ich jetzt immer, gell? Ja, und ich drücke einfach immer. Eine Sache, die ich direkt mal am Anfang des Videos sagen möchte, ist, ich habe im Luciano-Video gesagt, dass ich ein paar Codes raushaue. Ich habe auch 5 Codes erstmal. Das sind jeweils 10-Euro-Codes. Ich weiß, das ist nicht viel, aber das sind schon mal welche. Ich werde noch persönlich schauen, dass ich selber mir noch mal so, keine Ahnung, 30, 40-Euro-Codes 2 Stück hole, dass ich 3 Leuten von euch da draußen so 40, 50-Euro-Codes geben kann, damit ihr euch Loco Chicken bestellen könnt, einfach um es zu probieren. Weil ein paar Leute haben ja gesagt, boah, Randy, nee, das Chicken ist gar nicht so lecker, wie du gesagt hast. Du bist nur ein Fanboy und ein Schleimer. Und ich habe mir gedacht, ich bin absoluter Fan von Luciano, aber ich habe das ziemlich neutral bewertet. Ich habe das bewertet nicht als ein Chicken, das du in den besten Chicken-Stores der Welt essen kannst. Das ist ein TK-Chicken. Ein tiefgefrorenes, doppelt frittiert wird und gut bei euch zu Hause ankommen muss. Und dafür ist es eine 8,9 für mich. Am 27. April 2024 habe ich Geburtstag. Und wenn ihr Randy ein Geburtstagsgeschenk machen wollt, abonniert diesen Kanal, dass ich die 100.000 Abonnenten schaffe. Ich möchte zu meinem Geburtstag den Play-Button in meiner Wohnung aufhängen können. Und hinter der Kamera haben wir natürlich, wenn wir in Wien sind, wen? The one and only. Dreh die Kamera um. Was geht? Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Genug gelabert für den Anfang. Legen wir los. Krank, oder? Wir haben einen Parkplatz gefunden. Ganz kurz, Ladies and Gentlemen, schaut mal. Was wär? 10 von 10, Bruder. Einer wollte fast den Parkplatz klauen gerade. Ja, Bro. Ihr kennt sicher die Situation, ihr wollt irgendwo so parken und er ist ein bisschen zu weit vor und dann stand hinter uns noch einer, er macht Blinke auch rechts, als würde er hier rein wollen. Nein, die wollte schon aussteigen. Da hätte ich mich für. Nur aus Prinzip. Let's get some food. Some proper one. Wie lange brauchen wir? Minuten. Geil, wir warten davor. Glaubst du, gibt es ein WC da drin? Glaubst du? Glaub schon, ja. Bin mir zu 100% sicher. Kommt der dir bekannt vor? Der Wagen? Ja! Voll das geile Video. Warum habt ihr das nicht angeschaut? Habt ihr das nicht genossen? Also ich hatte den spaßigsten Tag meines Lebens. Dieses Auto, Ford, falls ihr Bock habt, mit mir zusammenzuarbeiten. Die Adresse und alles, das werde ich euch alles in die Videobeschreibung unten reinmachen. Mich interessiert wirklich, ob man da jetzt nichts Teureres als 10 Euro findet. So. Fast alle Speisen kosten unter 10 Euro. Also alles an Essen müsste da drin unter 10 Euro kosten. Fast alle Speisen kosten unter 10 Euro. Das Parkplatz ist schwierig hier, ja? Ja. Junge, ist ein RS3, oder? Ja, RS3. Boah, Audi, falls ihr Bock habt, ich würde auch ein RS3 nehmen. Was gibt's drin? For the one and only. Eigene Bierbrauerei. Wieso wusste ich das so nicht? Ich muss aber auch sagen, so, dass diese Halle, diese Konzepte, so Hallen zu machen und sowas, schon sehr geil ist, vor allem für so Tage wie heute, wenn es jetzt anfängt zu regnen. Es ist nur ein bisschen dunkel und dschungelig da drin, aber viel los auf jeden Fall. Viel los. Feiertag heute. Österreichischer Nationalfeiertag. Was sagt man da? Glückwunsch an alle Österreicher. Für was steht der? Für die... Unabhängigkeitstag. Unabhängigkeitstag. Österreich. Unabhängig, sehr schönes Land, wir lieben dich, Österreich. Klingt so, als wäre ich ein Ausländer, Alter. Ich sehe aus wie ein Ausländer, gerne alle euch da draußen. Ich bin aber keiner, ich bin mehr Deutsch als ihr alle. Alles gut, Bruder? Hast du Hunger? Ja, schon. Fresh Cat, Bruder. Ja, danke, die ist von dem Bro von mir. Wie heißt die Marke? Bodega. 1050 Bodega. Bodega. Check mal ab auf Insta. Aha. Ja, kennst du das hier? Oh, noch nie gehört. Also, ja, das ist neu, so Futhallen-Prinzip. Da drin gibt es alles, hey, alles unter drin soll alles unter 10 Euro kosten. Was alle Speisen kosten, unter 10 Euro. Ja? Oder perfekter Date-Spot. Also so
so das ganze Konzept, ja, es funktioniert so. Es gibt sehr, sehr viel Angebot und natürlich auch sehr, sehr viel Nachfrage. Und oft ist es so, dass man, wenn man in ein Restaurant geht, der eine hat keinen Bock auf das, der andere hat keinen Bock auf dies, auf das, blablabla. Hier kannst du, so gesagt, alles essen, was du willst. Und an einem Tisch zusammen. Du kannst asiatisch mit Smoked Barbecue, mit Local Heroes, mit Kaffee und Kuchen kombinieren. Das heißt, jeder bestellt sich das, was er will. Ihr hockt euch an einen Tisch und könnt zusammen essen. Das ist das ganze Konzept. Schön. Feier ich. Ja. Und wir sind so gerade die Ersten, die das ausprobieren. Das heißt, wir sind Freunde, die einfach mal probieren wollen, wie das funktioniert. Und also Konzept ist, jeden Monat gibt es was anderes zu essen. In diesem einen Stand, ja. Genau. Geil. Ich nehme einmal die Cheesy Beef Nachos. Einmal die Nachos. Was trinken wir? Trinken wir was? Oder? Trinken ist dann das Konzept, dass ihr drüben bei der Brauerei etwas holt oder dann beim Kaffee. Okay, dann war's. Wenn ihr was Uniques wollt, würde ich das Harlem Chopped Cheese empfehlen. Das ist so ein Sandwich mit Beef und Cheese, wo die ist. Fleisch und der Käse schon so eine Kruste wird wichtig. Und dann sind halt noch Pickled Red Onions dabei. Was sind Onions dabei? Pickled so Onions. Dann nehmen wir das auch. Eigentlich wollte ich bei drei verschiedenen Orten was nehmen. Ja, sorry an die anderen, ist ein bisschen unfair, aber dieses Chopped Cheese Sandwich. Pickled Onions, er hat so viele Codewörter benutzt. Bro, ich hab Schock bekommen, ich musste schon über die Theke schauen. Nicht, weil ich klein bin, aber... Jetzt werden wir noch für Desmond auf jeden Fall Smoked Barbecue. Yes, sir. Schlange ist am längsten. Der Mann hat halt wieder, der hat wieder Bock, einfach sich 40 Minuten anzustellen. Fragen wir, ob wir vor dürfen. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber die Schlange geht... Das ist die längste Schlange hier drin. Danke dir. Also Jungs, wenn das jetzt nichts kann, ich bin schwer enttäuscht. Ja, dann bin ich schwer enttäuscht von dir, mein Freund. Ja. So, da hinten Bierbrauerei, da werden wir auch gleich zu sprechen kommen. Da werde ich mir sicher ein Bier holen. Every day. Every day. Every day. Bruder. Was sagst du? Das ist doch Wahnsinn, aber wenn du mich in dieses Video gesch**t. Na, was ehrlich? Kartoffeln gut. Brisket ist das Beste. Und zwei Bier. Und zwei Bier, ja? Okay. Die Italien leider abgeschlagen. Danke, ich grüße meine Mutter. Nummer zwei? Jo. Ja. Das ist für uns, oder? Das ist für euch, ja. Was haben wir hier? Was ist das? Nacho-Teller? Nacho-Beef-Teller mit Oliven. Hätte ich vorher sagen müssen, aber da hast du bestellt. Und dann haben wir einmal das Sandwich. Ich bin euch ehrlich, so wie die das erklärt haben, ich habe viel mehr erwartet vom Aussehen und so. Aber vielleicht schmeckt es überragend. Wir werden uns jetzt gleich einen Tisch suchen. Desmond muss noch bestellen und dann sehen wir uns gleich am Tisch. Dann ein Macava, eine Cola Zero. Und was ist denn so euer beliebtestes Bier? Unser beliebtestes Bier, Zwickel. Dann nehme ich einen Zwickel. So, Ladies and Gentlemen. Ein kleines Zwickel, ein Eistee für Desmond, eine Cola Zero für lieben Alan. Die haben mir jetzt auch gerade bei der Brauerei erklärt, in circa 7 bis 8 Wochen kommt deren eigenes Bier. Die fangen in einer Woche an, selbst zu brauen und dann dauert 7 bis 8 Wochen. Das heißt, so nach Jahreswechsel soll hier alles on point sein, weil die auch noch nicht so lange offen haben. Und aktuell arbeiten sie halt mit Partnern zusammen, die so gesagt ähnliches Bier brauen und vertreiben. Sowas wie Zwickel von Huberer oder so, ich habe den Namen nicht im Kopf. Mit Blue, irgendwas arbeiten sie noch zusammen. Also der Typ ist super nett. Jetzt warten wir noch auf Barbecue und dann geht's ab. Last minute switch zu einem Brisket Sandwich. Keine French Fries. Kannst du dich noch erinnern, wie er uns das Sandwich erklärt hat? Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Wie er das beschrieben hat, Bro, ich habe jetzt geglaubt, hier kommt... Ja. Vielleicht kannst du geschmacklich überzeugen. Ein bisschen bougieres Flughafen-Sandwich. Das Ding sieht aber gut aus, da kann man nicht sagen. Aber da haben sie gezaubert. Aber das fühlt sich an, als hätte ich bei zwei verschiedenen gekauft. Ja, mal schauen, mal schauen. Egal. Messi ist auch nicht groß. Versteht. CR7 Goat, merkt euch. Nein. 100%. 100%. Oh, oder Messi gegen CR7. Oder ich mag CR7. Ich schwöre, ich mag ihn wirklich. Aber Messi... Achterballon Dior kommt nächste Woche. Ey, aber weißt du, wie der gekommen ist? So über die Hintertür, weißt du, ich meine? Haaland rasiert die Saison und Messi, was hat er gemacht? Nach 15 Minuten, 20 Minuten, sowas. Mal schauen, ob das was kann. Glaubst du, er denkt an Besteck? Ja. Ich sag einfach nein, damit wir schauen, wer gewinnt. Ja. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist der Mythos, der im TikTok gesagt wurde. Dieses Sandwich, 15,90 Euro. Was alle Speisen. Sieht aber gut aus. Bisschen klein. Schauen wir mal, wie voll du davon wirst, ob das reicht. Ich hab gewonnen. Wo ist Besteck, Bruder? Ist nein, 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 hör zu. Die haben keine Gabel. Die haben keine Gabel. Ah, okay. Damn. Ging mir eigentlich nur darum, dass alle Wiener einfach mal wissen, hey, hier kann man herkommen, mit seinen Jungs ein bisschen was essen, ein bisschen die Zeit genießen. Wir haben Fleisch, wir haben Tomaten, Zwiebeln, Salat. Ich beiß da einfach rein. Das erinnert mich so ein bisschen an Tantuni-Sandwich. Kruste haben die aber geil hinbekommen, das was er gesagt hat. Da ist ein bisschen zu wenig Füllung für die Masse an Brot einfach.
Aber es ist ein geiles Ding. Ich weiß nicht, was es gekostet hat, 7 Euro. Ich weiß auch nicht genau, wie viel Arbeit da drin steckt. So, deswegen will ich jetzt nicht unverschämt sein oder so. Es schmeckt aber schon noch mal deutlich besser, als es aussieht. Ja, das soll schmecken. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Guten Appetit. So, da. Mal schauen. Anders? Heute ist auch ein Nationalfeiertag von Österreich, wie ich schon draußen gesagt habe, Leute. Seht ihr mal so, an einem Nationalfeiertag einfach mal hinsetzen, seinen Leuten mit seinen Jungs was essen, Zeit genießen. You know what I'm saying? Life is good, you know what I mean? Just hanging around, eating some good food. Every day, every day. Every day, every day. Das Problem ist, die Leute werden every day noch nicht kapieren, das kommt erst im nächsten Video. Verspricht mir, dass ihr euch das Sonntagsvideo anschaut. Dann Hashtag every day in die Hashtag, Kommentare. Vielleicht, wenn es geht, so every day, wenn ihr das schreiben könnt, so mit dem Ton weg. Das ist so süß, aber es ist geil. Geiles Fleisch auch, Bruder. Das ist geil. Lecker. Eine Dorsche einfach. Aber das ist der Winner. Winner, Winner. Chicken Dinner. Es ist auch wirklich cool hier drin. So, es gibt Kinderspielplätze. Hier Kinder können auch da so ein bisschen spielen. Da hinten gibt es auf jeden Fall so eine kleine Spielwiese. Süßigkeiten, bla bla. Das Wetter draußen grau, nicht mehr so nice. Man sitzt hier drin, man vergisst alles so ein bisschen. Entspannt. Sehr, sehr, sehr entspannt. Also der Last Minute Switch war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, Leute. Ja. Das erinnert mich an so einen Kinosnack. Ja, das ist das Gute. Das ist eine geile Idee. Ich glaube, es hat eine Woche, zwei Wochen offen. Warten wir mal in einem halben Jahr. Für alle Leute, die aus Wien sind, schaut euch das mal an. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das ist wie, wenn man eine neue Firma gründet. Das dauert, bis es perfekt ist. Ich bin aber komplett zufrieden. Ich sitze hier gerade, bin glücklich. Darum geht's. Ob das Essen immer das Beste ist, Schlechteste, interessiert keinen. Hauptsache, du hast Spaß. Diese Idee mit diesem Local Hero, also ich glaube, jede Woche hat er jeden Monat. Oder jeden Monat kommt ein anderer Stand rein. Also es sind so, weiß ich nicht, 5, 6 Stände hier. Mhm. Junge Unternehmer. Mhm. Auf jeden Fall cool. Das Ding ist geil. Hast du reingebissen? Ja, ja. Das Fleisch hat schon Power, muss man sagen. Vergesst nicht, ich verlose, ich gebe euch 3 Codes. In den Kommentaren schickt mir das auf Instagram dann. Ich werde das heute Abend machen. Also ich sag so, man merkt jetzt, Wetter draußen regnet so, bla bla bla. Ganz ehrlich, Leute, feier ich. Bin sehr happy für Wien. Ja, mega. Also alle 3 Speisen, 3 verschiedene Speisen, alle 3 Speisen. Auf ihre eigenen Art und Weise echt gut. Das ist ein Dessert, ist ein Dessert, ganz wichtig, Leute. Da nehmen wir bei euch jetzt nicht mit, weil das ist auch mal, man muss auch mal die privaten Momente genießen. Zu leid, ist aber mit der Sonne nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss die Capri-Sonne zensieren, sorry, Leute. Die Papiersträume nerven so heftig, gell? Wie duschen ohne Wasser. Blibablub, sadada, blablabla. / Garten wird zur Bühne, auf der das Hand auf... Junge, kann ich nicht lesen oder was?